Servus, heute gibt es mal wieder ein Review zu einem Carinthia-Produkt. Und zwar soll es heute um die relativ neue TLG gehen. TLG steht für Technical Light Garment und hier ist der Name auch Programm. Sehr leicht, technisch und kommt mit der neuen ISO-Mapping-Technologie von Carinthia. Was das Ganze bedeutet, was mir an der Jacke nicht so gut gefällt und was mir gut gefällt, das erfahrt ihr jetzt im Video. Also viel Spaß! Die TLG ist mit nur 280 Gramm in Größe M momentan die leichteste Jacke in Carinthias Sortiment und ist so sehr gut für Aktivitäten geeignet, bei denen es aufs Gewicht ankommt. Dem Namen entsprechend eignet sich die Jacke also gut für den Wanderer, der sein Layersystem technisch etwas upgraden möchte, Bergfreunde, bei denen es etwas technischer zugeht oder für Sportler, die eine leicht isolierende Jacke suchen. Als Innovationstreiber bringt Carinthia nun erstmals ein Produkt mit ihrer neuen ISO-Mapping-Technologie auf den Markt. Hier treffen sich also G-Loft STI und G-Loft CI in einem Produkt wieder. Was bewirkt, dass ihr mit G-Loft STI im oberen Torsobereich und auf den Oberarmen eine stabilere Isolation mit optimalem Wärme-Gewichtsverhältnis erhaltet und etwas weniger und kompakter mit G-Loft CI in der Körpermitte, also Bauch und unterer Rücken. Ich zeige euch das hier nochmal etwas besser beim Innenfutter. Also hier die längs verlaufende wabenförmige G-Loft STI Isolation und unten die Querstege mit G-Loft CI. In der Beschreibung findet ihr dazu auch nochmal eine Animation von Carinthia, in der ihr das besser erkennen könnt. Gehen wir von der Isolation mal zum ebenso wichtigen Part, und zwar zu der Belüftung. Hier hat Carinthia die Seiten der Körpermitte und die Innenseiten der Arme mit luftigen, aber nicht so dünnen Stretch verarbeitet. Das bringt gute Belüftung, Bewegungsfreiheit und gibt der Jacke Spielraum beim Zwiebelprinzip. Zum Beispiel, wenn man noch ein Ultrashirt oder ähnliches darunter trägt. Das Stretchmaterial ist zwar nicht winddicht, einen Zug oder spürbare Kälte gab es aber trotzdem nicht. Ab der Armbeuge bis zum Ärmelabschluss ist unter dem Außenstoff keine Isolation mehr verarbeitet. Hier wurde zur Abkühlung bzw. Belüftung ein Meshgewebe eingesetzt. Dieses Meshgewebe finden wir ebenso auch im Achselbereich wieder, um genügend Luft an die Hotspots zu bringen. Ich finde das Meshgewebe hier auch in Hinsicht auf das längere Tragen und Waschen der Kleidung sehr gut, da sich so Schweißgeruch schwerer festsetzen kann. Die Ärmelabschlüsse kommen ohne Klett- oder Gummizüge aus und gehen leicht über die Mittelhand. Bevor wir uns die restlichen Details ansehen, noch kurz etwas zum Außen- und Innenstoff. Hier wird innen sowie außen ein Material aus 100% Polyamid verwendet, das stark wasserabweisend ist, sodass ein kleiner kurzer Regenschauer nicht gleich die Regenjacke auf den Plan ruft. Als Innenfutter fühlt sich der Stoff angenehm an und das auch auf der nackten Haut. Zu den Taschen, hier gibt es zwei große seitliche Reißverschlusstaschen und eine Napoleon-Tasche im Brustbereich. Alle Taschen sind relativ groß, sodass hier kleinere Dinge gut verstaut werden können. Die Außentaschen besitzen die von Carinthia typischen Zipperpulls aus Hartgummi, die auch mit Handschuhen bei kälteren Temperaturen gut zu bedienen sind. Zippergaragen sind natürlich auch vorhanden. Was ich mir bei einem der Reißverschlüsse wünschen würde, wäre ein Wendeschieber bzw. Wendezipperpull. So könnte man, wenn man eine Außentasche als Packsack nimmt, den Reißverschluss besser schließen bzw. öffnen und es würde die Jacke noch durchdachter machen. Zum Thema Packsack: Die Jacke kommt ohne Packsack, aber der eben gezeigte Trick funktioniert sehr gut und macht einen Packsack überflüssig. Zum Hauptreißverschluss: Wie bei allen Zippern natürlich YKK. Hier in der kleinen und leichten Einwegausführung, um das Gewicht niedrig zu halten. Dahinter eine schmale Windschutzflappe und oben am Kinn natürlich ein weicher Kinnschutz. Wasserabweisend sind die Reißverschlüsse übrigens nicht. Zu den Kordelzügen, die findet ihr links und rechts am Bund, jeweils mit einem Kordelstopper und Zughilfe aus weichem Gummi. Einen weiteren findet ihr an der Kapuze im Bereich des Hinterkopfs, hier allerdings mit Zughilfe aus Kunststoff. An der Kapuze selbst findet ihr noch einen kleinen Schirm, der auch etwas versteift ist und so im geschlossenen Zustand eine gute ablaufende Form bildet. Innen ist die Kapuze wie auch an den Unterarmen nicht isoliert, sondern auch einfach nur mit Meshgewebe ausgekleidet. Nur zur Info, das Meshgewebe ist angenehm weich
und nicht netzartig, plastikhart oder ähnliches. Also der Tragekomfort ist top. Das war's soweit von den Features. Ihr findet natürlich noch einen Aufhänger zum Aufhängen im Inneren. Und für die, die Carinthia erst kennengelernt haben, die Bekleidung ist made in Europe. Zu guter Letzt noch der Schnitt und die Größe. Ich trage hier Größe L, bin 1,79, schmal gebaut und mir passt die Jacke locker luftig und ich habe noch Platz, um etwas drunter zu ziehen. Der Schnitt ist wie schon gesagt sportlich locker, nicht zu schnittig und nur leicht körperbetont. Das war's soweit von der TLG, jetzt noch mein Fazit zur Jacke. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Von mir jetzt noch schnell die positiven und negativen Punkte. Also positiv hat mir auf jeden Fall gefallen, dass sich Carinthia hier Gedanken gemacht hat, wichtige Körperregionen gut zu isolieren und nicht so wichtige Körperregionen ein bisschen weniger. Das schafft ein gutes Klima und auch die ausgelassene Isolierung an den Unterarmen fand ich gut, da hier die Arme sowieso nicht so ein starkes Kälteempfinden haben und es kommt irgendwie so ein T-Shirt-Feeling auf. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, aber das muss man halt selbst ausprobieren. Schnitt und Passform, Tragekomfort sehr gut, bis auf einen Punkt, zu dem ich gleich komme. Bei sportlichen Aktivitäten mit einem leichten Funktionsshirt drunter war das Klima sehr gut und allgemein die Bewegungsfreiheit ist sehr gut, Tragekomfort top. Gewicht, Packmaß auch sehr gut, sehr leicht, lässt sich in jeden Rucksack, in jede Rucksacktasche reinstopfen oder halt mit dem Taschentrick kann man einen ganz guten Packsack basteln. Wer den Reißverschluss von der Tasche ein bisschen schonen will, der kann es auch in die Kapuze einrollen, das funktioniert auch gut, nimmt auf jeden Fall keinen Platz weg. Eignet sich gut als Überziehjacke nach dem Training, um nicht auszukühlen oder wenn man eine Pause macht beim Wandern. Für alles, was, wo man halt ein bisschen Platz sparen muss oder einfach Gewicht sparen will. Materialien, Verarbeitungsqualität, also die Materialien sind top, wie immer. G-Loft, das Obermaterial, Innenmaterial sehr gut, gut wasserabweisend, alles relativ gut verarbeitet. Diesmal hatte ich nur einen kleinen Punkt, und zwar das Meshgewebe innen an der Kapuze. Das war bei mir an einer Stelle nicht fest vernäht. Ist beim Nähen anscheinend nicht aufgefallen, passiert bei jeder Firma mal. Ich wollte es euch auf jeden Fall nicht verheimlichen. Carinthia tauscht sowas auf jeden Fall aus. Was mir auch nicht so gut gefallen hat, war der Kordelzug in der Kapuze. Der lief bei meiner Schädelform zumindest direkt über die Ohrläppchen, was ich ein bisschen störend empfand. Und wenn der Kragen geschlossen ist, kann man die Kapuze nicht auf- und absetzen. Also man muss immer den Kragen aufmachen mit dem Reißverschluss und dann kann man die Kapuze erst auf- oder absetzen. Da hätte ich auf jeden Fall ein bisschen Stretch gut gefunden, damit man das auch im geschlossenen Kragenzustand machen kann. Das war es auf jeden Fall an negativen Punkten. Die Jacke gefällt mir ansonsten sehr gut, sehr leicht, hat ein gutes Design, technisch, gefällt mir. Das war es auch schon. Fragen, Kritik unten in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren. Bei mir gibt es auch keinen Spam. Und ja, Video liken, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.